Kennt ihr noch irgendwelche alten Sachen, auf die wir reagieren können? Ey Junge, wenn du noch einmal Backrooms schreibst. Ich hab's schon gelesen, du willst die Backrooms. Ich hab's verstanden. Ah, warum schauen wir nicht Backrooms das Video an sich an? Echte Aufnahmen von den Backrooms. Hier das. Boah, aber das ist. Chat, das ist gruselig. Gibt es sowas in echt? Jein! Jein, sag ich dir ehrlich. Nein, Spaß. Sowas gibt's natürlich nicht in echt. Also lass dir von niemandem einreden, dass das echt ist. Das gibt's nicht in echt. Aber ich glaube, ich habe gehört, das sind ein paar Studenten gewesen, die haben dieses Projekt hier gestartet. Das sieht echt realistisch aus. Sound. Camera. Rolling. Alright. And action. Alright, cut. Cut. That was good. That was good, guys. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? Alright. Yeah, cool. Cool. Like how much further? Like a little more. Right. A little more. That? Yeah. Whoa. Und das ist das Ding bei den Backrooms. Du kannst jederzeit einfach so da rein teleportiert werden. Einfach so, im Alltag. Ihr seid gerade am Kacken auf der Toilette. Ihr könnt so in den Backrooms landen. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Und jetzt schaut es euch an, was da passiert, wenn ihr in den Backrooms drin seid. So sieht das aus. Hello? So sehen die Backrooms aus, Chat. Hello? Hey, guys. Hello? Is someone there? Was zum Geier war das gerade? Ist das gruselig, Serdar? Das ist verdammt nochmal gruselig. Ich habe das Video selber nur kurz auf TikTok gesehen. Das ganze Video, das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Boah, Junge, ey. Mach mal noch 100 Mal Pause, das macht das noch spannender. Ah, okay, alles klar. Du hast mir nicht zu sagen, wann ich Pause mache und wann nicht. Ich hier, ich, mit diesen Fingern, ich steuere das, nicht du. Nein, aber du hast recht, ich sollte echt nicht so viel Pause machen. Was ist das denn mit den Rooms? Es sind im Prinzip Räume, die gleich aussehen und die nie aufhören. Egal wie weit du läufst, die Räume sehen immer gleich aus und es hat kein Ende. Das ist es. Mehr ist es auch nicht. Can anybody hear me? Hello? Wie kommt man aus den Backrooms? Ich glaube, du musst einfach so lange weiterlaufen, bis du irgendwann mal draußen bist. Aber es hat kein Ende. Oh, da ist ein Pfeil. Da sind mehrere Pfeile. What the hell? Junge, was ist das? Oh mein Gott, was sind das für Geräusche? Seht ihr, Chat, er läuft und alles sieht gleich aus. Boah, Junge, ey. Ich habe Gänsehautierung. Oh mein Gott. So, jetzt ist er da reingegangen. Jetzt ist er im Prinzip im nächsten Level.
Weil er da in diese Dinger da reingegangen ist. Dieses Loch. Da hat einer im Chat gefragt, wo sind die Backrooms? Man munkelt, die Backrooms sind irgendwo in Antarktis. Ich weiß es nicht, also anscheinend irgendwo in Antarktis. Aber eine Frage an euch. Wenn ihr die Wahl hättet, also die Möglichkeit, eine Person mitzunehmen in die Backrooms, welche Person würdet ihr mitnehmen? Würde jemanden mitnehmen, der langsamer rennt als ich? Ja, Medic, du bist echt ehrenlos, muss man sagen. Also diesen Teil vom Video kenne ich nicht. Das sind einfach Wohnungen. Ey Bruder, ich frag mich echt, wie die dieses Video... Wie haben die das gemacht? Dass alle Räume gleich aussehen. Das Video ist echt ein Meisterwerk. Also das... Respekt, Bruder. Da steckt bestimmt sehr viel Arbeit drin. Guck dir das mal an. Ich würde mir das in voller Länge geben, also ein 2-Stunden-Film. Nur das da würde ich mir geben. Wen würdest du mitnehmen, Laso, in die Räume? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich würde irgendeinen Intelligenten in meiner Familie, glaube ich. Ich würde meinen Vater mitnehmen. Mein Vater ist klug. Ich glaube, den würde ich mitnehmen. Mein Vater ist so ein Überlebensexperte, weil der ist im Dorf aufgewachsen und er weiß, wie man gegen Kreaturen und sowas kämpft. Mein Vater hat schon gegen viele Kreaturen gekämpft. Seht ihr, der ist jetzt diesen ganzen Weg gelaufen, diesen weiten Weg, und der ist wieder bei diesen Backrooms. Deswegen heißen die Backrooms. Der ist wieder da, wo er am Anfang war. Junge, das ist echt gruselig. Jetzt kommt das Monster. Junge, was? In... Was zum... Alter. Das hat mich gerade echt gebumst, Junge. Okay, beruhigt euch. Trinkt alle ein Stück Wasser. Das ist nicht echt. Junge, Alter. Ich glaube, wir haben genug Backrooms geschaut heute. Das war zu viel.